Heyo Leute, Dualshack am Start mit einem neuen Video hier zu Apex Legends. Heute zeige ich euch mal, wie ihr die Tresore öffnen könnt, wo die sich befinden und ich würde sagen, let's go. Als allererstes müsst ihr erstmal eine Drohne finden und zwar muss es eine Drohne sein, die einen roten Punkt hat, wie ihr das hier auch im Video seht. Diese Drohnen fliegen wirklich überall auf der Map verteilt rum. Wenn ihr eine gefunden habt mit einem roten Punkt, dann braucht ihr nur noch auf die Drohne schießen, schießt nicht auf den Ball. Ich bin hier wirklich ziemlich am Arsch, denn ich kann am PC echt noch nicht so gut spielen, deswegen ist mein Aim hier so im Arsch und treffe nicht mal die Drohne. Auf jeden Fall lässt die Drohne dann einen roten Key fallen und diesen Key müssen wir einfach aufsammeln. Wenn ihr den Key aufgesammelt habt, dann schauen wir einfach mal auf die Map drauf. Da seht ihr nämlich schon, da sind die ganzen Bunker schon eingezeichnet auf der Map. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, zu welchem Bunker gehe ich und dann habt ihr eigentlich auch schon die Möglichkeit, den Bunker dann zu öffnen. Wenn ihr dann beim Bunker angekommen seid, braucht ihr einfach nur noch den Key einlösen und dann habt ihr den heftigsten Loot der Welt, Leute. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Looten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Übrigens habe ich hier noch ein Video gemacht mit den neuen Waffen, die wahrscheinlich bald ins Spiel kommen werden. Schaut dafür einfach mal in die Infocard rein, dann könnt ihr euch das Video komplett reinziehen. Und jetzt haut rein. Ciao.